Das Gewerbe der Hamenmacher und Sattler hat eine lange Tradition im Bergischen Land. Ausschlaggebend hierfür war die hohe Zahl an Gerbereien und später an Lederindustriebetrieben. In Moosbach, nahe Waldbröl gelegen, beobachten wir in einer Polsterei-Sattlerei die Fertigstellung eines Hamens. Der Hamen besteht aus verschiedenen Einzelteilen. Leib, Späne, Schloss, Decke und Zughaken. Weiterhin gehören Lederriemen, Haften, Klobenkasten, Kappriemen und Wickelriemen zum fertigen Hamen. Die beiden spiegelbildlich gleichen Hamenspäne sind hier aus Birkenholz gefertigt und grün gestrichen. Diese Farbe unterscheidet sie zum Beispiel von den schwarzen Siegerländerhamen. Der Sattler hat einen Auftrag für die Fertigstellung eines Hamens bekommen. Der Hamenleib ist bereits vorgefertigt und hat, je nach Anzahl der Bestellungen, längere Zeit auf Lager gehangen. Die geschmiedeten Eisenteile sind bereits auf dem Hamenspan befestigt. Im ersten Arbeitsgang bringt nun der Sattler die Haften an. Die erste Hafte sitzt mittig in Höhe des Zughakens, der im Hamenkloben befestigt ist. Auf jeder Seite werden insgesamt 6 Haften eingezogen. Sie sollen Hamen, Leib und Naht stabilisieren helfen. Zunächst sticht der Sattler die Haftlöcher vor. Dazu verwendet er die flache, vierkantige Riemenahle. Der Riemen besteht aus chromgegerbtem Rindleder und ist rund 2 bis 2,5 Meter lang. Mit der Lochahle wird er durch die oberen Haftlöcher gezogen. Um den Riemen durch die unteren Haftlöcher an die Außenseite des Hamenleibes zurückziehen zu können, benutzt der Sattler wieder die Lochahle. Da der Hamenleib kompakt gefüllt ist, erfordert diese Tätigkeit einige Kraft. Mit dem Haftanzieher wird die Hafte nachgezogen und dann mit dem Hammer festgeschlagen. Ist die Hafte angezogen, steckt sie der Sattler mit der Rundahle fest, damit sie sich nicht lösen kann. Beim Knüpfen des Knotens wird zuerst die oben liegende, dann die unten liegende Schlinge festgezogen. Der überstehende Riemen wird knapp am Knoten abgetrennt. Ist die auf Höhe des Zughakens sitzende erste Hafte auf der einen Seite angebracht, wiederholt sich der Vorgang auf der anderen Seite. Insgesamt werden am ganzen Hamenleib 12 Haften angebracht, 6 auf jeder Seite.
Obwohl der Hamen stets maßgearbeitet wurde, musste er zweimal pro Jahr verstellt werden. Im Frühjahr waren die Pferde durch die lange Winterpause dicker und damit der Hamen zu eng geworden. Genau umgekehrt war es im Herbst. Der Hamen war zu weit und musste enger gestellt werden. Konnte sich ein Bauer diese zusätzlichen Ausgaben nicht leisten, hatten seine Pferde meist wundgescheuerte Hälse. Zudem war die Neuanschaffung eines Hamens nicht gerade billig. Anfang der 50er Jahre kostete er etwa 150 bis 180 Mark. Mit dem Zirkel misst der Sattler etwa 3 Zoll ab. Dies entspricht dem Abstand zwischen den einzelnen Haften, die den Hamenleib stabilisieren sollen. Mit dem Viertelmond schneidet der Sattler die Riemen aus chromgegerbtem Rindleder zu. Durch den am Ende befindlichen Schnitt kann beim Nähen die Lochahle gezogen werden. Das andere Ende muss spitz zugeschnitten werden, damit der Riemen besser in das Öhr der Lochahle eingefädelt werden kann. Wie die stabilisierende Hafte sitzt auch die erste Befestigungshafte für die Hamenspäne mittig auf Höhe des Zughakens. Von dieser Hafte aus werden nach oben und unten je 3 weitere angebracht. Da die beiden ersten und letzten Befestigungshaften das Holz des Hamenspans ganz umfassen sollen, muss der Sattler jeweils 4 Löcher in den Wulst stechen.
Der Abstand zwischen Eingangs- und Ausgangsloch entspricht der Stärke des Hamenspans. Bei den übrigen Befestigungshaften liegt sowohl Riemenanfang wie auch Riemenende auf dem Hamenspan auf. Deshalb zieht der Sattler den Riemen durch das außenliegende Haftloch wieder nach vorne. In der Zwischenzeit schneidet der Sattler das Klobenleder zu, dessen Kanten er mit Lederschwärze verputzt. Mit dem Reifelholz kann man auf das Leder Rillen zur Verschönerung aufbringen. Inzwischen sind alle Befestigungshaften am Wulst angebracht. Anfangs- und Endbefestigungshaften werden zunächst provisorisch auf die Oberseite des Hamenspans aufgenagelt. Dann dreht der Sattler den Hamen und nagelt beide unten liegende Riemen fest. Um diese stramm ziehen zu können, verwendet er die Lederzange. Die überstehenden Riementeile werden mit dem Viertelmond auf richtige Länge gebracht. Mit der Haftzange entfernt der Sattler die provisorisch eingeschlagenen Nägel. Dann zieht er mit der Lederzange den Riemen fest und fixiert ihn endgültig. Während der alte Sattlermeister noch mit dem Annageln der Hamenspäne beschäftigt ist, wird bereits die Hamendecke fertiggestellt. Mit dem Reifelknochen wird ein Muster auf diese Hamendecke gezeichnet.
Die so entstandenen Rillen dienen lediglich der Verzierung. Fast alle Haften sind nun auf dem Hamenspan aufgenagelt und halten diesen auf dem Hamenleib fest. Lediglich die letzte Befestigungshafte muss noch fixiert werden. Die beiden breiten Enden des Hamenleibes werden getrennt, die überstehenden Stroh- und Lederteile abgeschnitten. So erhält der Hamen insgesamt die richtige Länge. Gängige Hamengrößen waren früher 17 und 18 Zoll, für die im Bergischen Land gebräuchlichen schweren Ackergäule bis zu 21 und 22 Zoll. Auf der einen Seite wird nur ein Teil des Leders entfernt, während man das untere Lederstück zum Zusammennähen der beiden breiten Enden des Hamenleibes benötigt. Zum Schneiden verwendet der Sattler wieder das Sattlermesser. Auf der anderen Seite wird der Hamenleib komplett ohne Lederreststück durchgeschnitten. Vor dem Zusammennähen der beiden oberen Hamenleibenden wird ein stark gekrümmtes Stück Flacheisen in den Wulst gedrückt. Es dient der Verstärkung des oberen Hamenbogens. Mit Aufnähnadel und Aufnähfaden aus Hanfgarn näht der Sattler die Lederteile zusammen. Bei Bedarf schlägt er das Flacheisen noch tiefer in den Wulst hinein, um eine möglichst gleichmäßige Krümmung zu erreichen. Um die offenen Hamenleibenden richtig abdecken zu können, legt der Sattler ein größeres Lederstück auf und vernäht es mit dem Hamenleib. Er sticht die Löcher vor und benutzt für den Pechfaden die gebogene Sattlernadel, auch Rundnadel genannt. Die unteren Hamenleibenden, die für das Füllen zusammengenäht worden waren, werden auseinandergeschnitten und mit kleinen, nierenförmigen Lederstücken abgedeckt. Beim fertigen Hamen bleibt dieser untere Teil offen, ist jedoch durch das Hamenschloss gegen das Auseinanderschlagen gesichert.
Das Scheibenband erfüllt zwei Funktionen. Es soll die Hamendecke festhalten und verzieren. Auf die Schlitz- oder Lochscheibe wird ein Ring zur Befestigung des Unterhamens angebracht. Dieser Ring sitzt mittig auf dem Scheibenband und später auf der Hamendecke. Der Haken für die zusammengerollte Zügelleine sitzt ebenfalls mittig auf der Hamendecke, ist allerdings auf der Rückseite des Scheibenbandes befestigt. Die Hamendecke ist auf der Schauseite mit Messingknöpfen verziert. An Art und Umfang der Verzierung konnte man früher deutlich den Reichtum der Hamenbesitzer erkennen und auch, ob es ein Arbeits- oder ein Festtagshamen war. Der Sattler nagelt nun mit Messingnägeln den Kappriemen auf die Schmalseite des Hamenspans. Dieser Kappriemen soll verhindern, dass Wasser zwischen Span und Leib eindringt. Auch das Klobenleder ist inzwischen angebracht. Ein Rundeisen, Hamenbügel genannt, wird zur Verstärkung über den Hamenleib gestülpt, festgeschlagen und mit einem schwarzen Bügelriemen überzogen. So ist fast die gesamte Hamenleibaußenseite zusätzlich mit Leder abgedeckt. Der weiße Lederriemen hält Bügelriemen und Kappriemen zusammen und fixiert gleichzeitig auch die Stroppe, die aus hellem Leder gefertigt ist. Sie stellt die Verbindung zwischen Hamen und Sattel her. Der Wickelriemen am oberen Hamenende dient der Stabilisierung des gesamten Hamens. Die mit einem halbplastischen Pferdekopf verzierte Flatterscheibe wird in der Mitte des Wickelriemens platziert. Die Decke war da. Die Hamendecke dient nicht nur, wie Kappriemen und Bügelriemen, dem Schutz des Hamenleibes, sondern ist auch, wie bei der Herstellung schon zu sehen war, mit Haken und Ringen zur Befestigung weiterer Einzelteile des Zuggeschirres versehen. Die Hamendecke wird auf Vorder- und Rückseite des Hamenspans festgenagelt.
Der nicht verstellbare Klobenkasten mit Klobenhaken erfüllt die Funktion des Zughakens. Er wird durch den Hamenspan gesteckt und auf der anderen Seite mit einem Splint verkeilt. Damit der Hamenleib nicht durch das Eisen beschädigt wird, ist dieser mit einem sogenannten Klobenleder versehen. Der Hamen ist nun fertiggestellt und kann in Gebrauch genommen werden. Da man heute kaum noch Pferde in der Landwirtschaft verwendet, ist das Handwerk der Hamenmacher fast völlig ausgestorben.